Google Konto. Alle, die ein Android-Gerät haben, die haben immer auch ein Google Konto. Mein Name ist Pirmin Lehner. Was ist ein Google Konto? Ein Google Konto ist immer eine Google Mailadresse und ein Passwort. Ich finde die Mailadresse schnell heraus, aber das Passwort, das müssen wir genauer anschauen. Ich gehe mal hier oben zu den Einstellungen. Ich ziehe nach unten und hier nochmals bei mir. Ich komme zum Zahnrad und beim Zahnrad gehe ich nach unten. Irgendwo sind hier die Konten. Ich gehe auf die Konten und sehe, welche Konten ich habe. Ui, da habe ich ganz viele. Offenbar mache ich da bei verschiedenen Diensten mit. Ich gehe mal zu Google. Und hier sehe ich bei Google mein Google-Konto. Also, das ist mein Google-Konto. Es wird auch synchronisiert. Ich klicke mal auf das Google-Konto. Was kann ich hier machen? Aha, ich kann hier ein paar Dienste einschalten und synchronisieren und davon profitieren. Zum Beispiel, ich kann die Google-Mails verwenden mit dieser Adresse. Ich kann den Google Kalender verwenden. Komischerweise kommt er hier unten nochmals. Und immer wenn hier der Schalter auf grün ist, dann wird das bei mir auch angezeigt und synchronisiert. Und was ich hier sehr praktisch finde, die Kontakte. Also wenn ich hier auf meinem Handy Kontakte erstelle, dann werden sie synchronisiert mit meinem Google-Konto und wenn ich mal mein Handy verliere, dann kann ich die einfach wieder synchronisieren und ich habe nichts verloren. Jetzt habe ich aber zu meinem Konto das Passwort nicht mehr. Wo kriege ich das her? Dazu gehe ich ins Internet. Ich gehe zu Google. Und ich melde mich mit genau dieser Adresse hier oben an. Ich klicke hier also auf Anmelden. Ich schreibe hier meine Mailadresse hinein, die ich vorhin gesehen habe. Und gehe mal auf Weiter. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich habe das Passwort vergessen. Dann erhalte ich je nachdem komische Fragen oder ich werde gefragt, welche NATEL-Nummer ich habe. Dann schicken die mir ein SMS und dort ist ein Code drin und mit diesem Code kann ich dann ein neues Passwort wieder generieren. Die sagen mir nie mein Passwort, aber ich kann ein neues generieren. Das heißt, wenn ich denn eingeloggt bin, dann bin ich im Internet genau gleich eingeloggt mit demselben Passwort und Konto wie auf meinem Handy. Wenn ich jetzt im Internet auf Fotos gehe, dann sehe ich dieselben Fotos wie auf dem Handy. Wenn ich hier maile, dann sehe ich dieselben Mails wie auf dem Handy. Also, das ist immer dasselbe, ebenso natürlich mit Kalender und Kontakte. Das ist genau dasselbe. Ich gehe hier auf das Handy und ich sehe das hier wieder. Ich habe hier meine Mails, ich habe hier die Fotos, ich habe die Kontakte und ich habe den Kalender. Alles ist immer synchron. Das war's.